Ewart Barsch, schon einen wunderschönen guten Abend an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns heute wieder hier bei Jeddah Focus begleiten, hier auf Jeddah TV, dem jesidischen Sender. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein weiteres Thema, das uns bewegt. Die Verbindung zwischen Menschen wird mehr denn je gefördert. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch heute Gäste bei uns, bedingt durch eine Partnerschaft mit dem Ziel, eine Städtepartnerschaft zwischen der Region Herford und der Region Kobane in Rojava, sprich in Westkurdistan. In diesem Zusammenhang haben wir heute hier in unserem Studio drei Gäste. Einmal Emine Gösen, sie ist Vorstandsmitglied der Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan e.V., den Kommunalpolitiker Ulrich Adler und den Gemeindefahrer Berthold Konecke, die heute hier über das Thema mit uns zusammen sprechen möchten. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen, freue mich, dass Dankeschön. Ihr da seid. Einige werden wahrscheinlich sagen, oh, ein Gesicht kennen wir ja schon. Der Ulrich Adler war ja schon mal mit dem Kollegen Friedhelm Böse hier im Studio. Da ging es auch um diese Partnerschaft vor dem 5. Juli. 5. Juli, darüber sprechen wir gleich nochmal. Vor dem 5. Juli und nach dem 5. Juli. Das sind heute unsere Themen. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, dass Sie sich vorstellen und den Zuschauern, damit Sie wissen, wer denn hier heute mit die Partnerschaft sozusagen trägt. Genau, ganz kurz, Sie haben ja schon gesagt, ne? Frieden, unsere Initiative Frieden und Hoffnung in Kurdistan, in der Tat bin ich im Vorstand. Wir sind 2016 uns begründet und als Verein auch anerkannt wurden. Und seitdem versuchen wir in Krisen- und Kriegsgebiete auch Projekte entwickeln und auch mit unterstützen. Und natürlich diese Krisen- und Kriegsgebiet hat nicht ganz in Welt, leider können wir nicht, haben wir diese Kapazitäten nicht. Wir sind eher oder fühlen wir uns zuständig in Rojava, in der Türkei und diese Gebiet Kurdistan. Ich meine nicht Nationstaat Kurdistan, sind wirklich in diesem Gebiet. Genau. Unsere Unterstützung oder unsere Projekte beinhalten sich nicht gezielt für Kurden und Kurden, sondern insgesamt Bevölkerung. Gruppe dort leben. Und wir haben auch ein paar Projekte schon gemacht und wir sind auch fleißig dabei, weiterhin solche Projekte auch unterstützen. Sie haben ja schon was im Hand, ne? Das ist unser letztes Projekt, jetzt wir dabei sind, aber wir sind auch in Rojava und Kobane auch weiterhin dabei. Also einer der Projekte, die die Initiative mitträgt, ist ein Tageszentrum für Kinder mit Handicap in Mahmud, Nordirak. Ganz genau. Das ist das Geflüchtetencamp, welches dort 12.000 Menschen leben. 12.000 Menschen leben dort. Und das auch immer wieder Angriffen ausgesetzt ist. Das hatten wir auch schon ein Thema in unserer Sendung. Von Seiten des türkischen Staates wird das immer wieder angegriffen und die Menschen werden von der Außenwelt. Momentan leiden sie auch, diese 12.000 Menschen, muss man auch noch mal erwähnen. Dort leben ja 12.000 Menschen, mehr als 12.000 Menschen, Frauen, Kinder, ältere Menschen. Und und Embargo ist seit über 2 Monaten auch vorhanden. Mhm. Es ist momentan die Lage sehr ernst. Lebensmittel, auch Medikamente etc. Absolut, auch für uns, für unsere Initiative auch. Diese Tageszentrum für Kinder und Jugendliche mit Handicap, die leiden auch natürlich. Wir versuchen auch noch mal Kontakt. Okay, also diejenigen, die Interesse haben, da mitzuwirken, können die Initiative gerne kontaktieren. Das Zentrum vor Ort heißt Hiwi Center. Ganz genau, ganz genau. Wir würden uns sehr wünschen sogar. Unter dem Motto oder unter dem Ruf, fördern statt zerstören, Menschen in ihrer Heimat helfen. Ganz genau. Interessant, doch. Ja. Mhm. Herr Adler, Sie waren schon mal hier bei uns in der Sendung. Sie haben die Partnerschaft schon mal vorgestellt. Nun, das war vor dem 5. Juli. Stellen Sie sich trotzdem noch mal gerne vor für die Zuschauer. Ja, am 5. Juli ist diese Partnerschaft grundsätzlich auf den Weg gebracht worden. Sie wurde positiv beurteilt und jetzt ist der Kreis dazu aufgefordert, mögliche Formen der Partnerschaft zu definieren. Um mich vorzustellen, ich bin seit fast 30 Jahren im Löhne im Stadtrat, erst für die Bunte Liste, jetzt für die Linke. Und wir haben mit Partnerschaften in Löhne Erfahrung. Wir haben damals einen Antrag gestellt, mit einer Stadt in der Dritten Welt Partnerschaft
zu unterstützen. Und wir sind in den 90er Jahren in Löhne eine Partnerschaft mit Conega in Nicaragua eingegangen. Und diese Partnerschaft wird auch heute noch mit Leben erfüllt. Gleichzeitig in dieser Zeit bin ich in Umweltbewegungen aktiv gewesen, habe also die Umweltfragen in der Stadt eingebracht und sehe da auch positive Parallelen zu dem, was also in Kobane in Rojava passiert. Auch dort wird die Initiative Fridays for Future mit unterstützt. Und darauf möchte ich heute im Laufe des Abends dann auch kurz zu sprechen kommen. Genau. Es gibt ja auch sehr umweltbewusste Menschen in der Region, die zum Beispiel auch die Kampagne Make Rojava Green Again, ist ja auch eine Kampagne zum Umweltschutz und zur Neugrünmachen der Region, die ja durch Krieg zerstört wurde. Ja, dann auch hier ein herzlich willkommen. In der Runde ein weiterer Gast, und zwar der Gemeindepfarrer für Herford, Herr Berthold Keunecke. Auch Sie gerne, stellen Sie sich gerne vor für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich heiße Berthold Keunecke und bin Gemeindepfarrer in der Norden von Herford, der evangelisch-lutherischen Emmauskirchengemeinde. Ich habe aber immer das Bedürfnis, mich für einen weiteren Horizont einzusetzen. Insofern bin ich auch Vorsitzender des Ökumene-Ausschusses, er heißt korrekt Ausschuss für Mission, Ökumene und Weltverantwortung. Das heißt, wir versuchen eben Kontakte zu knüpfen. Von unserer Region Herford aus sind vor 150 Jahren viele Menschen in die Welt gegangen und haben versucht, den Glauben weiterzutragen, und dadurch sind Kontakte entstanden, und die führen wir zusammen im Ökumene-Ausschuss. Ich bin außerdem privat mehr oder weniger Mitglied der Friedensbewegung. Ich versuche mich auf allen möglichen Ebenen dafür einzusetzen, dass Menschen gut miteinander klarkommen, Konflikte bearbeiten können. Und das ist auch international wichtig. Und gerade die Situation im Nahen Osten, in Kurdistan, in Nordsyrien, ist ja eine ganz schwierige. Ich bin Sprecher, auch einer der drei Sprecher der Kampagne Macht Frieden, zivile Lösungen für Syrien, und kann, wenn Sie wünschen, da nachher auch noch einiges zu erzählen. Gerne. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen ja aus Syrien, vor allem aus Nordsyrien, aber auch einige sind im Laufe der letzten Jahrzehnten, Jahrhunderte durch die Arbeit, durch Armut etc. oder auch durch andere halt auch in das Innere von Syrien gereist. Also es gibt viele Kurdinnen und Kurden, die halt auch in Damaskus leben oder auch in Aleppo etc., also groß verteilt. Deswegen ist das wahrscheinlich auch für viele andere interessant, diese Initiative. Ja, das hört sich alles sehr, sehr interessant an. Wir haben am Anfang der Sendung ja gesagt, vor und nach dem 6. Juli, vorher gab es viele Veranstaltungen, wie in der Sendung ja auch mitgeteilt. Es gab viele Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, es gab das Werben für diese Partnerschaft, es gab kleinere Projekte. Aber jetzt nun haben wir das Ganze auch politisch schwarz auf weiß, was ja begrüßt wurde. Der Antrag wurde fast einstimmig. Bis auf die AfD. Bis auf die AfD wurde dieser Antrag halt so angenommen. Die Überschrift: mögliche Partnerschaft zwischen Kobani, Rojava in Syrien und dem Kreis Herford. Und dann heißt es, der Kreistag möge beschließen, eine Partnerschaft mit Kobani, Rojava, also in Rojava, grundsätzlich positiv beurteilen. Der Landrat beauftragt, der Kreistag soll den Landrat auch beauftragen und dann mögliche Formen der Partnerschaft zu prüfen, zu definieren. Das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt für die Städtepartnerschaft. Jetzt fragen sich auch viele, wie bringt man eine Städtepartnerschaft zum Leben? Was muss man tun? Als erstes hat die Initiative mit dem Landrat jetzt ein Gespräch geführt, und genau diese Frage zu klären, wie wir also diese Partnerschaft mit Leben erfüllen wollen. Wir haben eine Veranstaltung angedacht: Aufbauen statt zerstören, Menschen in ihrer Heimat helfen. Da haben wir den Professor Gerhard Trabert gewonnen, der also in vielen Auslandseinsätzen tätig war, und dort will er
Projekte anregen und Möglichkeiten ausfindig machen, wie wir helfen können. Und daher hoffen wir uns also auch Hinweise, wie der Kreis Herford auch in Kobane zum Beispiel im Krankenhauswesen tätig werden kann. Interessant ist ja, dass, also wenn wir von Kobane sprechen, dann sprechen wir ja von einer Region, die ja zu 80% komplett zerstört war durch die Kämpfe, durch die Verteidigung. Der Islamische Staat hat vieles zerstört oder wollte auch die ganze Stadt einnehmen. Und diese Stadt ist jetzt im Mittelpunkt der Region Herford und soll jetzt hier entsprechend nochmal beurteilt werden. Es hat sich viel getan. Es gab ja auch vor kurzem Dokumentationen im Fernseher, wo nochmal darüber gesprochen wurde, was jetzt gerade passiert ist, was schon alles aufgebaut wurde, was die Menschen dort bewegt. Man setzt auch viel auf Schulen. Und es ist wichtig natürlich, dass die Kommunalpolitik, klar, Herford, ja. Städtepartnerschaft, die Kommunalpolitik, aber das Ganze muss ja auch getragen werden von den verschiedenen, Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften, Kirchen, aber auch von den Initiativen. Ja, so ist es. Jetzt dieses letzte Gespräch mit Herrn Müller. Ich persönlich bewerte... Landrat Herr Müller. Ich bewerte persönlich auch sehr positiv, war ein sehr angenehmes Gespräch, so habe ich auch wahrgenommen. Ich habe auch natürlich entgegenkommen auch in diesem Gespräch erfahren, was natürlich, womit wir im Leben, mit welchem Werkzeuge, dass wir nochmal mit Leben fühlen. Das haben wir erstmal Gesundheitsbereich dran gedacht, weil sehr humanitär ist, sehr menschlich ist. Wir haben auch natürlich dabei gedacht, Sie wissen ja auch, Kobane muss auch nochmal eine Flüchtlingscamp dort auch mit unterstützen oder beziehungsweise mitverwalten. Ungefähr, ich hatte eher gedacht, 12.000 Menschen leben. Ich hatte aber neulich in Zeitung gelesen, 100.000 Menschen in diesem Camp leben und die brauchen auch medizinische Unterstützung und auch natürlich, ich finde auch, wir müssen auch oder wir sind auch verpflichtet, diese Hilfe auch dort leisten, ob in einer Städtepartnerschaft oder ob mit humanitären Projekten, das muss stattfinden. Mhm. Das ist dann die Antwort auf die Frage, was können wir denn von hier tun? Ganz das genau. Ist ja denn genau diese Antwort, in der Tat. Wenn man sagt, man kann Menschen vor Ort mit Punkt ganz unterstützen. Genau. Wir können vieles tun, nicht nur im Gesundheitsbereich, meiner Meinung nach. Wir haben auch schon in Kobane ein Waisenhaus auch mit aufgebaut. Natürlich nicht wir alleine eine Initiative. Viele Initiativen, Vereine waren auch dabei. Das ist auch nochmal eine Unterstützung, dort für Kinder ein Leben ermöglichen, dass diese Trauma, die sie erlebt haben, nochmal bearbeiten zu können. Das ist ein Art. Wir können auch natürlich noch mehr Unterstützung anbieten in diesem humanitären soziale Projekte wie Schulen und so weiter. Vielleicht Herr Koenecke kann auch noch mal über diesen Punkt was sagen, ne? Weil dort auch ein gemeinsames Projekt noch als Ideen steht und das natürlich können wir vieles machen, in der Tat auch viel bewegen. Das stimmt. Ja. Damit das alles ja auch stattfindet und damit das alles auch eine Nachhaltigkeit hat, ist ja wichtig, dass die Region verschont bleibt vom Krieg, von weiteren Angriffen, von weiteren Auseinandersetzungen. Wir kennen die andauernden Drohungen des türkischen Präsidenten, des türkischen Staates. Auf jeden Fall, wir greifen die Region an. Diese Region ist uns ein Dorn im Auge, passt uns nicht, wollen wir nicht, sind irgendwelche Terroristen etc. Aber die Friedensbewegung, woher sie auch stammen oder was auch ihre Initiative ist und auch die Initiative, die sie halt mitgegründet haben für Frieden in Syrien, wie bewertet sie die aktuelle Lage? Also was ist denn, wie kann man das Ganze so verteidigen und schützen, damit das auch weiterhin nachhaltig für die Menschen, damit die Menschen nicht wieder ihre Heimat verlassen müssen? Ja. Das ist natürlich eine Frage, die würde ich gerne mit einer Lösung, die alle begeistert, beantworten können. Aber das ist ja das Problem, dass da so viele, so starke Kräfte zusammenkommen, gerade in der Region. Das ist ja ein Konflikt, der international sehr aufgeladen ist. Deshalb kann ich da leider nichts vorschlagen, was alle gleich gut finden würden. Aber ich weiß ganz genau, dass es sicherlich nur gewaltfrei geht, dass wir also Kontakte knüpfen müssen, dass wir Menschen bestärken müssen darin,
sich mit gewaltfreien Mitteln zur Wehr zu setzen. Da ist so viel in der Region schon kaputt gemacht worden durch die Gewalt. Und der IS ist ja international auch unterstützt worden. Es sind eben verschiedene Kräfte, die auch Zerstörung verursachen. Und wenn jetzt die USA im Moment die Türkei noch daran hindern, da einzumarschieren, ist das doch langfristig keine Lösung. Denn die USA haben auch kein Recht, da ihre Soldaten hinzuschicken und sie werden früher oder später auch Probleme kriegen. Es kann nur sein, dass wir aufgrund der Rechtsübereinkünfte, die wir international haben, also das internationale Völkerrecht, dass wir auf der Grundlage die Konflikte bearbeiten und nicht immer wieder einen Konflikt auf den anderen aufhäufen. Da hätte ich aber mal die Zwischenfrage, wir kennen das Völkerrecht, soll ja auch angewendet werden, aber es wird ja dauerhaft gebrochen. Also wenn wir an den Angriff auf Afrin zurückkommen und wenn wir uns daran erinnern, völkerrechtswidriger Übergriff, Angriff auf die Region, also man muss dazu sagen, das war die ruhigste, die friedlichste und die sicherste Region im ganzen Nahen und Mittleren Osten, also die von Krieg dort beherrscht wird. Und diese Region war Zulauf für viele Geflüchtete aus Syrien, aus Nordsyrien etc. Völkerrechtswidrig, kommt ein NATO-Mitglied, greift dort an und dort herrscht jetzt Chaos. Es gab jetzt heute einen Bericht auf der Nachrichtenseite ANF, Deutsch. Die UN sagt, da werden Menschenrechtsverletzungen durchgeführt, da gibt es Kriegsverbrechen etc. Also es widerspricht sich. Wie können wir dieses Völkerrecht denn auch durchsetzen? Wie können wir denn endlich sagen, das hat jetzt ein Ende, dieser Krieg, dass die Menschen auch keine Angst mehr haben? Ja. Also das muss auch irgendwo nachhaltig unterstützt werden, wenn man sich daran erinnert, dass die internationale Staatengemeinschaft relativ wenig dazu gesagt hat. Ja. Also ich würde mir sehr wünschen, dass die internationale Staatengemeinschaft, eben die UNO, von der Vollversammlung her wirklich ganz konkret da das Wort erhebt und sich zu Wort meldet. Konflikte werden natürlich im UNO-Sicherheitsrat bearbeitet und da gibt es immer die Vetomächte. Ich denke vor allen Dingen, ich bin ja Deutscher und kann nur an meine eigene Regierung appellieren, da auch das Völkerrecht einzuhalten. Das heißt für mich jetzt, wird Mitte Oktober nochmal darüber abgestimmt, ob die deutschen Soldaten weiterhin da in den Flugzeugen über die Region fliegen und unter Umständen auch Bilder und Aufklärungsdaten an die Türkei zum Beispiel weitergeben, dass das gestoppt werden muss, wie es eigentlich beschlossene Sache ist vom Bundestag her. Und ich hoffe sehr, dass sich genügend Bundestagsabgeordnete finden, die dann sagen, nein, es kann nicht so weitergehen. Aber damit ist natürlich noch kein Frieden geschaffen, wenn die deutschen Soldaten da nicht mehr eingesetzt werden. Dann muss da stattdessen eben eine diplomatische Initiative aufgebaut werden, die einerseits wirklich international Druck ausübt auf die NATO-Partner, aber auf die ganze, internationale Gemeinschaft, es geht ja auch von den arabischen Staaten manches aus, Israel, es sind viele Mächte, die da eine Rolle spielen. Und zu der Diplomatie muss dann eben zukommen, dass die Menschen befähigt werden, ihre Konflikte vor Ort auch zu bearbeiten. Ich würde mir wünschen, dass Konfliktbearbeiter da auch hingehen. Und auch in dem Zusammenhang sehe ich, da kommen wir auf die Partnerschaft nochmal zurück, dass wir in einer kleinen Kommune einfach Kontakte aufbauen und da auch Menschen hinschicken, dass auch mal internationale Kontakte da sind, die Leute voneinander wissen. Und das hilft eben in unseren Demokratien auch dazu, dass Konflikte nicht mehr mit Krieg gelöst werden, bearbeitet werden, sondern dass vor Ort geschaut werden. Können wir vor Ort miteinander klarkommen? Wie kann da Frieden wachsen? Das ist ja die eine politische Sache, das parlamentarische Abstimmen. Aber es gibt ja auch viele Aktionen, Bündnisse, Initiativen,
außerhalb der politischen, parlamentarisch-politischen Akteure, die sagen, wir sind gegen Krieg. Es gab jetzt vom 1.9. bis zum 9.9. ein Friedenscamp gegen Rheinmetall, das unter dem Titel Rheinmetall entwaffnen. Warum Rheinmetall? Weil Rheinmetall ja vor allem auch Waffen an die, über die Bundesrepublik Deutschland, Waffen an die Türkei liefert. Und diese Waffen werden dann in diesen Kriegen eingesetzt. Ja. Oder eventuell dann auch an dschihadistische Gruppen weitergeben, wie den Islamischen Staat. Mhm. Herr Adler wollte, glaube ich, noch zu dem Thema, wie kann man Frieden machen. Das war eine Frieden machen ohne Waffen. Das war eigentlich ein Grundanliegen hier unserer Initiative für eine Partnerschaft. Wir haben uns hier von dem Friedensforscher Henrik Paulitz damals inspirieren lassen, auch der also gesagt hatte, dass internationale Friedensbewegung also symbolische Patenschaften übernehmen sollte, um darüber, dass die Kommunen darüber nachzudenken, ein Zeichen gegen die öffentlichen Protest der Städte und Gemeinden zu organisieren, um sich dieser Kriegsmaschinerie, die die Türkei dort aufgefahren hat, Zeichen des Einhaltens zu setzen. Und ich glaube, wenn wir Öffentlichkeit hier vor Ort schaffen, dass dann also die Türkei es schwerer hat, noch einmal wie in Afrin auch in die übrigen Kantone Rojavas einzumarschieren. Und ich glaube, da wird drauf geguckt. Wenn also eben halt das Thema auch in der Bevölkerung aufgegriffen wird. Genau. Ganz kurz wollte ich auch noch mal über die, Sie haben ja über Lösung oder wir versuchen über Lösung zu sprechen. Herr Koenecke hat einmal über natürlich Mächtige gesprochen, dass auch über seine oder auch meine Regierung appelliere ich. Ich bin auch in diesem Land. Aber meiner Meinung nach, Krieg ist da, NATO ist beteiligt, ne? Und wir haben auch im Afrin gesehen, dass diese ganzen NATO-Bündnisse auch Augen geschlossen haben. Was meiner Meinung nach sehr wichtiger Punkt ist, dass wir die Solidaritätsbewegung mehr unterstützen, mehr aktivieren. Und da brauchen auch wir diese Solidaritätsgruppen, meine ich nicht nur ein paar linke Gruppen, sondern auch genau Gemeinden, überall für Frieden bewerbende Leute, auch Persönlichkeiten dafür gewinnen. Ja. Mehr Bewegung muss von unten kommen, auch in Deutschland, auch in Europa. Wir haben ja in Nicaragua in den 80er Jahren, erinnern Sie sich ja auch, eine Bewegung stattgefunden, hier in Europa, Solidaritätsbewegung, und auch USA, auch dort sehr große Unterstützung erfahren hat, dort auch Städtepatenschaften sehr stark unterstützt und gefördert waren, und das hat auch eine Menge gebracht. Ich glaube, sowas auch braucht Syrien, Nordirak, Nordsyrien, insgesamt Syrien, aber Nordsyrien ist schon ein Konzept da, und da können wir auch weiterbauen. Aus vielen Aspekten kann man aufbauen, in der Tat, weil dort, glaube ich, auch nochmal unsere Aufgabe, hier die Solidaritätsbewegung in allen Ebenen nochmal darüber Gedanken machen sollen. In Rojava existiert ein Konzept, ein Gesellschaftsvertrag ist beschlossen, und für Vielfältigkeit, für Demokratie, für Gleichberechtigung. Und diese Politik, dieser Vertrag soll auch unterstützt werden, damit auch wieder vielleicht Syrien auch Regime am Tisch eingeladen werden. Ne? Das hängt auch davon viel ab. Ich würde sehr appellieren, dass wir weiterhin auch solche zivile Vereine und alles Mögliche, was um solidarische Bewegung geht, auch zusammenbringen. Das ist, glaube ich, bessere Lösung als NATO zu sagen, nee, ihr dürft nicht, weil wir ein Gesetz beschlossen haben. Wir sehen ja, diese Gesetze werden nicht wahrgenommen, wenn deren wirtschaftliche Interesse nicht passt. Wir erinnern uns an die Tage der Angriffe des Islamischen Staates auf Kobane. Da sind Menschen weltweit auf die Straße gegangen, weltweit, also nicht nur Kurdinnen und Kurden, sondern auch wirklich Nicht-Kurden und Kurden sind auf die Straße gegangen, und es gab eine weltweite Solidarität, was ja dazu geführt hat, dass irgendwo dann irgendwann die Politik dann reagieren musste. Ganz genau. Obwohl schon NATO-Mitglied Türkei gleich gesagt hat, der Krieg ist verloren, Kobani fällt, Kobani ist gefallen und nur noch ein paar Stunden etc. Aber die tapferen Kämpferinnen und Kämpfer, auch wenn wir hier vielleicht Menschen haben
auch die gegen die militärische Auseinandersetzung sind, aber sie sind ein Teil dieser... Aber das möchte ich nochmal ergänzen. Sind wir auch dagegen? Ich glaube, Rojava, ich bin auch selber da gewesen, die Vertreter und Vertreterinnen, die wir auch getroffen haben und auch gesprochen haben, alle haben für Frieden gewerbt. Ne? Das appelliert natürlich. Ganzen Welt rufen sie auch weiterhin dort eine friedene Lösung, auch mit Assad innerhalb Syrien gefunden werden. Ich glaube auch, das verdient auch unterstützt von uns allen. Genau. Und, auch das basisdemokratische Modell, ganz genau, was dort aufgebaut wird, ist ja einzigartig in der Region. Das ist das erste Mal, dass alle Glaubens- und Religionsgemeinschaften, alle Bevölkerungsgruppen, die wollen, keiner wird natürlich gezwungen, die wollen dabei sein können und sagen, wir bauen trotz des Krieges, trotz der Auseinandersetzung, trotz der Drohung weiterhin hier unser alltägliches Leben. Und keiner... Also ich selber war auch schon des Öfteren in Rojava, aber auch mit den Menschen sprechen können. Und keiner verlässt freiwillig dort seine Heimat, wenn es nicht sein muss. Und das haben die immer wieder gesagt. Keiner will hier seine Heimat. Aus diesem Grund mehr Unterstützung, mehr Städtepartnerschaften. Also Rojava ist Vorbild für den gesamten Nahen Osten, aber auch darüber hinaus. Die Verwirklichung von Gleichberechtigung der Völker, Demokratie, Religionsfreiheit, gleiche Rechte für Frauen und Männer und vor allen Dingen auch die Einheit von Mensch und Natur als Leitlinie der gesellschaftlichen Entwicklung ist aktuell für uns weltweit wie noch nie. Genau. Sich für den Erhalt der Umwelt und gegen die Klimakatastrophe zu organisieren, ist eine globale Herausforderung. Und da haben wir erlebt, dass da in Rojava diese Initiative Fridays for Future mit unterstützt wird. Im Artikel 90 der Verfassung von der Rojava-Kantone garantiert den Umweltschutz und betrachtet nachhaltige Entwicklung der natürlichen Ökosysteme als moralische und heilige nationale Pflicht. Sakine Jansis hat dargelegt, dass die Linke im Rojava nicht jetzt irgendwie in ferner Zukunft für moralische Werte eintritt, sondern sie setzt sich dafür ein, dass die ethischen Prinzipien der Gleichberechtigung, der Freiheit und des Umweltschutzes im Hier und Jetzt verwirklicht werden müssen. Ja, ne? Und dieser Appell von ihr, das ist, glaube ich, auch ein Auftrag hier an die linke Bewegung hier in unserem Land, nicht nur immer in ferne Zukunft hier und die Visionen entwickeln, Sozialismus und der dann später kommt, sondern jetzt schon sind wir gefordert, das Notwendige zu tun in unserem persönlichen Verhalten und wie auch in der gesellschaftlichen Gewichtung, in der Heranziehung des Reichtums in der Gesellschaft, um diese entscheidenden Schlüsselfragen anzugehen. Also da meine ich, dass diese Gewichtung, die also in Rojava so eindeutig vorgenommen wird, dass das Vorbildcharakter auch für uns hat. Und ich hoffe und bin der Überzeugung, dass also diese globale Bewegung Fridays for Future auch Impulse aus Rojava bekommt und umgekehrt. Also das, was da gerade zitiert wurde, hat mich jetzt auch nochmal motiviert, mich da einzusetzen. Ich kann also sagen, ja, für unsere Veranstaltung am 20. September, das ist ein Zufall, kommt der Professor Trabert, wie ich vorhin dargelegt habe, und an demselben Tag, am 20. September, treffen sich hier in Löhne die Bürgerinnen und Bürger, die Schülerinnen und Schüler, aber auch Gewerkschafter, um einen Klimastreik auch in unsere Stadt zu tragen und dafür zu werben, dass die Stadt Löhne jetzt auch hier bei uns für den Klimaschutz entsprechend Haushaltsmittel zur Verfügung stellt. Da gab es ein Plakat, das können wir ja gerne kurz mal in die Kamera halten. Einfach mal nach oben halten in die Kamera, damit diejenigen, die hier aus der Region kommen, zusammen mit Fridays for Future auf die Straße, Klimastreik am 20. September. Um 14 Uhr am Findeisenplatz in unserem Zentrum der Stadt. Für hier Löhne? Für Löhne. Aber es findet ja auch bundesweit statt. Bundesweit, weltweit, global. Dieser Klimastreik findet weltweit in vielen. Weltweit Unterstützung. Ah, interessant, super. Herr Körnecke,
Wir sprechen hier über die ganzen Möglichkeiten von Frieden, von Partnerschaft, was ja auch zitiert wurde. Das ist ja der erste Schritt, sowas neue Beziehungen einzugehen, Diplomatie einzugehen. Was ist denn bis heute in diesem Zusammenhang unter dieser Initiative bisher passiert? Sie haben sich ja auch als Kirche irgendwann drin gefunden, machen ja mit bei dieser Initiative. Wir haben einen Arbeitskreis gegründet. Wir stehen noch am Anfang der Arbeit. Erstmal haben wir ja doch sehr wenig Kontakte. Wir haben in unserem Arbeitskreis dankenswerterweise eine Lehrerin, die aus Nordsyrien kommt. Die hat ihre Wurzeln da, aber unterrichtet hier in Deutschland, in einer normalen weiterbildenden Schule. Und sie kann uns ein bisschen unterstützen und erzählen. Ich kann noch kein Projekt nennen, worauf wir uns geeinigt haben, weil es ja noch im Entstehen ist alles. Wir wollen erst mal hören. Ich glaube, wir können ganz viel lernen aus der Region, von den Menschen, die da mit so vielen verschiedenen Kulturen ja auch zusammenkommen. Wir in Deutschland haben ja sehr, sehr lange doch in der christlichen Kultur sehr alleine gelebt. Und erst durch viele Menschen, die aus verschiedenen Gründen dann zu uns gekommen sind, gibt es einen Kulturaustausch, während in der Region Nordsyrien eben zum Beispiel Christinnen und Christen schon so lange leben. Der wird ja die Sprache unseres Religionsstifters in Anführungsstrichen, das Aramäische noch gesprochen, als eine Minderheitensprache. Mhm. Verschiedene Religionen kommen da zusammen und wir würden uns natürlich freuen, zu denen auch Kontakt aufbauen zu können, von denen zu lernen und eben auch von den Projekten, die da jetzt nach der schrecklichen Zerstörung aufgebaut werden, zu lernen, wie verschiedene Kulturen zusammenkommen können. Wir wollen natürlich vor allen Dingen auch Minderheiten unterstützen. Wir wollen versuchen, humanitäre Hilfe zu leisten, die einfach so, so nötig ist, da wo so viel kaputt gegangen ist. Wo es konkret hingeht, kann ich noch nicht sagen. Wir werden natürlich versuchen, eben im Gesundheit- und Bildungsbereich irgendwie auch was zu unterstützen. Aber es geht mir persönlich auch wirklich darum, Kontakte knüpfen zu können, damit Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Sehen Sie, übers Handy oder auch über diesen Fernsehsender ist jetzt plötzlich sind Bilder und Ereignisse weltweit erfahrbar. Als ich klein war, gab es das ja alles noch gar nicht. Es geht relativ schnell. Das sind die letzten Jahre, dass sowas möglich geworden ist. Wir haben Kontakt, aber es geht nur, wenn wir auch menschlich miteinander umgehen und uns begegnen. Und dann hoffe ich, dass daraus aus dem gegenseitigen Lernen auch was erwachsen kann, dass wir eben mit unseren Konflikten besser zurechtkommen. Wie kann ich mir das denn vorstellen mit dem Kontakt? Also wir sitzen jetzt heute hier mit drei Vertreterinnen der Initiative, Initiatoren dieser Initiative, von der anderen Seite, also von der sogenannten, sag ich mal, von der deutschen Seite, von der Herford-Seite. Wie läuft der Kontakt dann mit Kobani? Also gibt es da die Möglichkeit über Skype, Telefon, Übersetzung, Emine, Sprecher? Ja, noch nicht. Wir haben ja letzte Woche Donnerstag erstmal dieses Gespräch, in diesem Gespräch beschlossen, dass wir auch direkte offizielle Kontakt aufnehmen. In der Tat, dieser Part habe ich übernommen, wegen kurdischer Sprache oder Verständigung auch. Natürlich, weil ich auch dort war, nochmal bestehende Kontakte zu aktivieren. Wir haben erste Telefonate geführt, aber Sie wissen ja, dass wir uns auch in Kriegsgebiet und Krisengebiet befinden. Diese ganz schnell Kontakte kommen nicht im Zustande, entweder Telefon funktioniert nicht oder WhatsApp oder wie auch immer. Aber wir haben erste kleine Kontakte erstmal jetzt aufgenommen und Sie haben im Kobani, wie ich informiert wurde, Sie haben schon jetzt ein extra Büro dafür gebaut, dass für solche Außenarbeiten, solche Projekte auch mit unterstützt oder direkt Ansprechpartner wird. Mhm. Jetzt warten wir auf natürlich hier auch ein Appell natürlich an
Kobane, bitte ganz schnell mit uns Kontakt aufnehmen. Und meine Daten sind auch vorhanden. Ja. Und damit wollen wir auch sehr, sehr schnell anfangen, damit auch Herford nochmal eine positive, ne, Motivation sein sollte. Je mehr, je länger dauert, dass das Motivation auch verloren geht. Wir sind dabei, aber nochmal zurück zu Herr Koenecke und auch dieser Zusammenarbeit. Ich bin auch in diesem Arbeitskreis drin, dank Herr Koenecke mich auch eingeladen hat oder uns eingeladen hat. Ich lege auch großen Wert darauf, dass wirklich unterschiedlichen Glaubensrichtungen auch zusammenarbeiten und dieses Projekt, wo dort in Rojava entwickelt war, wird auch hier nochmal eine andere Unterstützung, Solidarität haben wir gesagt. Genau da fängt an und wir wissen ja überall, wo Gemeinde sind, wo religiöse Gruppen, Community, da haben sie auch anders zu sagen, anders Menschen zu bewegen und in Gemeinden, in ihren unterschiedlichen Sitzungen. Das begrüße ich sehr, dass es ein großer Gewinn wäre, wenn wir in der Tat auch dort mit evangelischer Gemeinde was im Leben rufen können. Das ist ein Gewinn. Ist die jesidische Glaubensgemeinschaft schon vertreten? Noch nicht. Wir haben aber doch Dachverband von jesidischen Frauen, sind auch in viele Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Die sind Unterstützer. Wir sind natürlich im Kontakt. Wir haben auch demnächst nochmal ein anderes Projekt für nur Kinder, Patenschaft für Kinder und versuchen wir natürlich alle Glaubensrichtungen, wirklich, was in Rojava sich befindet, auch in diesem Projekt reinzunehmen. Und diese zusammenzukommen, ist es ja nicht leicht. Tausende Jahre Geschichte ist hinter uns. Sie haben ja uns erstmal wirklich gespaltet. Und jetzt, dieses Projekt muss uns wieder zusammenzubringen. Und ich betone auch, was natürlich im Papier steht, eine Seite, aber wir wissen auch, 5000 Jahre Geschichte sei mit Gleichberechtigung, sei auch mit diesem gespaltete Leben nicht leicht im Alltag reinzubringen. Aber verdient unsere Unterstützung, diese Alltagsprobleme auch zu bewältigen. Ich finde auch nicht, dass wir so erzählen, wow, wir haben ein Projekt, alles läuft gut. Ja. Nein, alles läuft nicht gut. Die Alten und Neuen müssen zusammen wachsen. Und ich bin aber sehr optimistisch, wenn wir überall in der ganzen Welt auch Unterstützung für diese Utopie anbieten, und auch mitmachen und entwickeln, dass wir dort auch Erfolg haben können. Dafür brauchen wir alle Gemeinden. Also um es auf den Kreis Herford nochmal zu beziehen, das freut mich insbesondere, dass also auch die CDU und FDP unser Anliegen mit unterstützt haben. Nicht? Und ich habe es persönlich aus meiner Verwandtschaft, die Mitglieder auch der CDU sind, eben halt als Anliegen gesehen, dass sie es nicht hinnehmen möchten, dass also die christlichen Gemeinden dort unten weiter drangsaliert und vertrieben werden, nicht? Und bedroht und mit dem Leben bedroht werden. Ne? Und von daher ist diese überparteiliche Unterstützung dieser Partnerschaft so entscheidend. Und das meine ich, da sollte man das Trennende auch beiseite tun, keine ideologischen Vorwände da in den Vordergrund bringen, sondern den Menschen. Der Menschen hat Vorrang und das wollen wir mit unterstützen. Und immer dann, wenn der türkische Staat oder Erdogan oder auch andere Akteure dort immer wieder den Frieden stören sozusagen, dann hört man immer wieder auch, dass der Islamische Staat sich wieder zusammenfindet und dann die Menschen dort bedroht. Also nicht nur die Jesiden und die Kurden allgemein, Aleviten etc. sind betroffen, sondern auch die christlichen Gemeinden sind betroffen. Hunderttausende Christen mussten ihr Land verlassen. Ja. Assyrer, Aramäer sind alle immer wieder betroffen und deswegen muss man klar und deutlich sagen, der Feind ist nicht nur, sind nicht nur die Kurden, sondern da sind alle betroffen. Und deswegen ist ja so diese Initiative sehr, sehr wichtig. Ich erinnere mich, um vielleicht auch mal hier eine Anekdote loszuwerden, ich erinnere mich bei einem Aufenthalt von mir in Rojava, dass erstmal mit der Gleichberechtigung, mit den 5000 Jahren, erstmal dazu, wir haben dort auch Gespräche geführt mit den christlichen Gruppen. Und das waren also vor allem die Gruppe, die gesagt hat, ja, das so mit der Gleichberechtigung, das ist so eine Sache, wir haben da so ein bisschen Schwierigkeiten, so ist es, weil die Kurden ja relativ weit waren, schon seit Jahrzehnten eine andere Politik, eine andere,
eine andere Philosophie dort verfolgen. Aber Sie haben gesagt, nichtsdestotrotz, Sie setzen sich damit auseinander und so langsam sind auch deren Frauen vertreten in den verschiedenen Kommissionen, in den verschiedenen Räten etc. Also es läuft, das braucht alles so seine Zeit, es braucht alles seine Geduld, so ein bisschen Verständnis und dann läuft das Ganze. Und die andere Sache, die ich auch ganz oft gehört habe, als wir dann mit den christlichen Gruppen gesprochen haben, weil man muss dazu sagen, die Kurden haben eine relativ große Lobby hier in Europa, in Deutschland, durch die Geflüchteten aus den 80er, 90ern, die Jesiden auch relativ stark hier in Deutschland allgemein, wenn man an Hannover, Nordrhein-Westfalen etc., also Emmerich etc., gibt es eine große Community, Gesellschaftsgruppe der Jesiden. Auch da gibt es immer wieder Unterstützung für die Jesiden, die halt dort angegriffen werden. Aber das, was die Christen gesagt haben, was uns immer wieder mitgeteilt wurde, warum bleiben die Christen in Europa, vor allem in Deutschland, so ruhig? Warum? Hier werden die Christen angegriffen, nicht nur diejenigen, die die Sprache, was auch vorhin schon erwähnt wurde, von Jesus Christus, die alte Sprache, die aramäische Sprache sprechen, warum bekommen die keine Unterstützung aus dem Ausland? Das war so immer das große Fragezeichen. Die haben sich das so ein bisschen erklären können. Natürlich, hier geht es immer wieder um Interessen, um andere Interessen. Es gibt einmal die sogenannten sag ich mal, Nahe Osten-Christen, dann gibt es natürlich die europäischen Christen und da hat man schon so ein bisschen versucht, das herbeizurufen. Aber was ist denn, was muss denn noch passieren, damit die Christen in Europa wach werden und sagen, das sind unsere Glaubensgeschwister? Es muss Kontakt geben, ganz einfach, sage ich jetzt so. Wir haben am ersten, setzen wir uns für die Leute ein, die wir kennen. Das ist ja hier auch so. Bei uns gab es früher viele Konflikte zwischen Evangelischen und Katholischen, obwohl wir eigentlich den gleichen Glauben haben. Mhm. Das hat sich inzwischen gebessert. Wir kommen besser miteinander klar. Aber da, wo man sich kennt, da setzen wir uns auch füreinander ein. Die Menschen in Nordsyrien, Rojava, haben kein Gesicht für uns. Das ist, glaube ich, das Problem. Und deshalb denke ich, ist so eine Partnerschaft auch gut. Ich muss dann aber auch daran denken, dass die Menschen eben immer ganz leicht vermuten, mit Gewalt ließe sich ein Problem schnell lösen. Deshalb wird dann ja so leicht gesagt, ja, unsere Soldaten sind doch da, dann ist doch alles gut. Aber das ist ja leider nicht so. Deshalb setze ich einmal darauf, dass wirklich Kontakte entstehen, dass wir voneinander hören und voneinander lernen, aber eben auch, dass dieser Gewaltweg abgelehnt wird. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn jetzt viele, viele Menschen auch nochmal unsere Bundestagsabgeordneten ansprechen und sagen, bitte holt die Soldaten zurück, schickt zivile Helferinnen und Helfer dahin. Ja. Menschen, die vor Ort sich einsetzen können. Die Soldatinnen und Soldaten, die da jetzt eingesetzt werden, die werden ja, wenn es zu einem Konflikt zwischen USA und Iran kommt, da mit einbezogen werden, dann wird die ganze Region nochmal schreckliche Dinge erleben, weil überall wieder von terroristischen Anschlägen bis hin zu Kämpfen, die wir gar nicht eingrenzen können, dann da entstehen werden. Auch neue Konflikte. Ein deutliches Zeichen vom Bundestag, wir werden uns nicht beteiligen, wäre vielleicht auch gegen den USA eine Möglichkeit zu sagen, nein, wir müssen andere Wege beschreiten. Und ich würde mir auch hoffen, dass durch so eine Entscheidung dann eben Menschen nochmal aufmerksam werden auf die Region, denn es ist für viele, viele einfach zu weit weg. Ja. Sie kümmern sich nicht drum. Es gibt so wenig Kontakte und dadurch wäre es vielleicht möglich, dass wir da nochmal besser hinschauen. Denn die Logik und die Dialektik der Gewalt ist ja, Gewalt erzeugt immer Gegengewalt und führt immer zu einer größeren Gewalt. Das heißt, deswegen auch der Appell. Wir kommen so langsam auch zum Ende unserer Sendung, aber natürlich hat jeder nochmal die Möglichkeit, kurz zu der Initiative, zu der Partnerschaft zu sagen. Wir haben ja einiges mitbekommen. Hier geht es nicht nur um eine Städtepartnerschaft, alles schön und gut, sondern hier geht es um Frieden, Freiheit, hier geht es um Menschlichkeit. Emine, Ja, genau.
Ja, jetzt erstmal nochmal Ständpartnerschaft, warum so wichtig ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja hier auch gezielt diese Städtenpartnerschaften gefördert wurden, um diese Kriegsverletzungen oder Kriegskonflikte zwischen Bevölkerung auch zu klären. Nochmal so mehr Völkerverständigung zu fördern, ne? Auch unten im Leben zu rufen. Und finde ich auch in diesem Fall, ist es auch gleiches Ziel, finde ich, dort findet auch ein Krieg, wenn auch wir Menschen einzeln hier nicht direkt betroffen sind, aber wir sind betroffen, wir sind auch daran beteiligt, dort so ein schmutziger Krieg geführt wird. Und aus diesem Grund nochmal Patenschaft, Städtenpatenschaft wichtig. Aber eine muss ich nochmal betonen, als in diesem Gespräch natürlich auch Herford, Stadt Herford hatte Bedenken, wie ist das mit türkische-kurdischer Konflikt, wie können wir hier, kann sein, dass wir hier konfrontiert werden. Ich sage immer wieder, dass es keine türkische, kurdische Konflikt ist. Die Völkergruppe haben keinen Krieg miteinander. Sonst hätte in der Türkei in diesen 40 Jahren in der Tat auch Bürgerkrieg stattfinden können. Man muss auch trennen, eine Seite ein System oder eine gesellschaftliche Streben, mehr Demokratie, mehr Menschenrechte, mehr Gleichberechtigung, mehr Ökologie auch, was Umweltpolitik geht, und andere Seite eine Politik von einem autoritären Regime nur für eins, eine Religion, eine Sprache, alles muss eins sein. Ne? Diese Vielfältigkeiten wird nicht toleriert und wird nicht akzeptiert. Das müssen die Menschen hier, ob deutschstämmig oder aus, egal aus welchem Grund, dass sie hier sind oder welche Volksgruppe sie dazugehören, müssen Entscheidungen treffen, wofür bin ich? Bin ich für mehr Menschenrechte, mehr Demokratie, mehr Gleichberechtigung, eine Umwelt, die ich auch meine Enkelkinder leben lassen möchte? Oder ein Regime, die alles, was gegen dieses Projekt steht, dagegen steht und sagt nein. Keine Vielfältigkeit. Von daher, ich würde auch alle Menschen, die heute diese Sendung sehen, appellieren, sei Politiker oder Intellektuelle oder Akademiker oder Bevölkerungsgruppe, diese Projekte, nicht nur Herford-Kobane, aber gezielt natürlich, jetzt werben wir ja dafür, das unterstützen und auch mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sind bereit auch für alle möglichen Kontakte und natürlich Gemeinden zusätzlich, sie können mehr bewegen. Dankeschön. Ja. Herr Adler. Durch Krieg und Dürre werden massenhaft Menschen aus der Region des Nahen Osten vertrieben. Und da meine ich, ist es für uns eine Schlüsselaufgabe, dass wir den Menschen dabei im Aufbau ihrer Region wieder helfen und ihnen in ihrer Heimat auch helfen. Damit haben wir auch dann die Möglichkeit, den Rechtsruck in unserem Land zu begegnen, die also sagen, nicht die gesellschaftliche Linke in Deutschland möchte alle Menschen der Welt hier aufnehmen. So, wir werden alles dafür tun, damit Menschen, die also flüchten mussten, hier bei uns ihr Zuhause finden. Wir unterstützen hier in Löhne die Uhlenburg, das Kulturzentrum, damit sie hier also auch willkommen sind hier, nicht? Aber wir müssen gleichzeitig auch alles tun, damit die Menschen dort unten eine Zukunftsperspektive haben und ihre Heimat und ihre Kultur dort unten auch weiter wahren können. Dankeschön. Herr Koenecke. Ja, ich würde mir wünschen, dass hier wieder Menschen Kontakt aufnehmen können und den Mut haben, auf andere zuzugehen und die vielen Unterschiede, die da sind, eben mit gewaltfreien Mitteln auch zu bearbeiten und damit zurechtzukommen. Das heißt sowohl hier bei uns in Deutschland, ich denke auch für unsere Partnerschaftsprojekte brauchen wir Menschen, die schon hier zu uns gekommen sind durch die Flucht, jetzt bei uns gelandet sind, dass wir mit denen hier Kontakt aufnehmen können. Und dann freue ich mich eben, wenn wir wirklich auch lernen können voneinander, auch von denen, was in Rojava schon aufgebaut worden ist. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das sehr interessante, informative Gespräch, vor allem mit den Hintergründen zu dieser Partnerschaft mit dem Ziel einer Städtepartnerschaft. Liebe Zuschauer und Zuschauer, heute wieder sehr, sehr interessant. Falls ihr Interesse habt,
könnt ihr gerne auf die Initiative, können Sie sie gerne kontaktieren. Heute war bei uns im Studio Emine Gösen, Vorstandsmitglied der Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan e.V., genau. Kommunalpolitiker Ulrich Adler hier aus Löhne und Gemeindefahrer Berthold Kölnecke, heute hier bei uns im Studio von Gera Focus. Ich freue mich sehr. Weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann, wenn denn die Städtepartnerschaft entsprechend genehmigt wurde, gerne, eingeleitet wurde. Viel Kraft. Dankeschön. Herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Dankeschön. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei Gera Focus. Evar Basch.